Der Abend dürfte noch relativ beschaulich begonnen haben im Park Hyatt. Da hat man sich mit Geschäftsleuten getroffen und dort diskutiert. Und um den Abend dann schön ausgehen zu lassen, ist man, so heißt es, in den Volksgarten gegangen. Und dort hat Heinz-Christian Strache dann gefeiert. Das ist auch kolportiert von anderen Gästen. Er dürfte sehr viel Spaß gehabt haben und dabei auch den einen oder anderen getrunken haben. Gegen 3 Uhr, das ist die Zeit, wo es eigentlich im Volksgarten so richtig losgeht, partymäßig, da dürfte er dann ein bisschen eingenickt sein. Und das ist, wer schon einmal in einer Diskothek war, nicht unbedingt gern gesehen. Da kommt dann meistens ein Security hin und weckt einen auf und bittet einen eben nicht am Tisch zu schlafen. Ja, und da ist das Ganze dann ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Dafür spricht auch ein Video, das momentan in den Netzwerken viral geht. Da sieht es doch so aus, als würde Heinz-Christian Strache versuchen, diesen Security zu schlagen. Man sieht es allerdings nicht ganz genau, ob die Schläge da tatsächlich treffen und eine Schlagzeile wert sind. Das sei dahingestellt. Fix ist auf jeden Fall, dass man ihn dann gebeten hat, das Lokal zu verlassen und auch seine Entourage, also die Herrschaften, die ihn begleitet haben, die haben ihn zurückgehalten und ihn dann hinausgebracht, und inzwischen hat er sich auch beruhigt. Zuerst hat es natürlich kein Statement gegeben von HC Strache. Das hat auch die Heute, die das Video zuerst veröffentlicht hat, so geschrieben. Inzwischen gibt es ein Statement von ihm, und in dem beschreibt er eben die Situation, dass er mit Freunden da war, dass er gefeiert hat und dass er halt eingeschlafen ist und dass das ja jedem einmal passieren kann. Naja, in der Disco um 3 in der Früh ist halt schwierig. Und als er dann eben aufgeweckt wurde in diesem leicht illuminierten Zustand, war er orientierungslos und scheinbar zuerst einmal ein bisschen aggressiv, aber alles eben nicht wirklich eine gewalttätige Schlägerei, wie es jetzt teilweise heißt, sondern eher ein bisschen Rangelei, und dann hat man ihn hinausgebracht und damit war die Sache dann eigentlich erledigt. Und so schreibt es auch HC Strache in seinem Statement, dass er meint, er möchte da jetzt bitte nicht angegriffen werden. Es hätte keine brutale Schlägerei gegeben, sondern wie gesagt, bestenfalls ein leichtes Gerangel.